Oh mein Gott. Seht ihr das? Ich habe ihn wieder gefunden. Ich muss jetzt nur noch schnell zu ihm hin. Nein. Warte. Am besten direkt den Orden ausrüsten. Warte, welcher war das? Der Power Dots. Ich brauche den Power Dots. Ja, mach er jetzt dann so lange raus. Gib mir den Power Dots. Oh. Der Paradox hört sich auch noch sehr vorteilhaft an. Was willst du denn hier? Aber ja, Freunde, willkommen zurück zu Paper Mario. Wir sind in Kapitel 6 stehen geblieben. Und ich habe unbedingt noch gegen diesen Gegner hier kämpfen wollen. Deshalb habe ich nochmal, ich sag mal, gescheini an. Ich bin rechts einfach raus, rein, raus, rein. So. Ich will den Schwindel mal ausprobieren. Da ist er bewegungsunfähig. Macht zwar weniger Damage, aber... Nee. Hat nicht gezählt. Und warum? Ja, keine Ahnung. Toll. Na toll. Das ist eine Kacke. Na, und das ist jetzt weg, oder? Ja. Ich kann das nochmal von vorne versuchen. Und glaub mir, ich werde das jetzt machen. Ich werde jetzt meine Zeit verschwenden und das machen. Übrigens, ja, schnell bitte. Oh, zweiter Versuch. Also, ich bin zweimal nur hin und her gegangen. Die haben wohl nur so eine 1 von 15 Chance oder so, würde ich mal vermuten. Also gleich mal so schlecht. Und ich habe keine BP. Das gibt's doch nicht, ey. Irgendwas fehlt die ganze Zeit. Egal, komm. Der altbekannte Power Doubts. Nein, schade. Das war nix. Satz mit X, das war wieder nix. Außer, es greift mich an und macht mir 20 Damage. Es greift mich an. Oh, es macht den Gesang. Oh no. 20 Damage hat es wirklich? Ne, 16, okay. Kannst ein bisschen abblocken. Wir machen 12 Damage insgesamt. Wir haben's. Weil ich das Timing nicht verkacke. Ist auf Verteidigung. Ich Idiot. Es ist vorbei. Es ist vorbei, oder? Nein, ich bin tot. Nein, nein, stopp, stopp. Nein, 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 stopp. Nein, ich habe nicht gespeichert. Ich habe nicht gespeichert. Stopp. Ah, doch, warte, ich habe gespeichert. Ach, Glück gehabt. Muss aber hin und her rennen. Ich geb nicht auf! Ich werde das jetzt hinbekommen. Koste es, was es wolle. Ich hab Geld, okay, ich hab 200 Münzen. Nimm sie alle, wenn du sie brauchst. Ich mache jetzt 2 Powerhüpfer. Und hoffe, dass ich die gut time. Ja, das war nicht so gut. Das war absolut nicht so gut. Aber das von Gambari habe ich besser drauf. Es geht so viel schneller. Komm, bitte bleib. Bitte bleib. Okay, so selten sind die wirklich gar nicht. Krass. Ich habe wirklich erwartet, dass die seltener sind. Und keine Sorge, Freunde. Das ist nicht das Einzige, was wir hier in dieser Folge machen. Ich will das nur unbedingt machen. Ich habe so meinen Ehrgeiz drauf. Komm jetzt her. Gut. Im Kampf sind wir schon mal. Okay. Das Problem ist, ich kann den Paulpfer mitmachen, nicht, weil er immer diese Stampfattacke macht. Und die geht so viel schwerer. Ja, ist vorbei. Der muss mich mindestens einmal angreifen. Ja. Aber das macht er nicht. Der muss mich einmal angreifen, sonst klappt es nicht. Oh, Erstangriff. Nicht, dass das irgendwas ändern würde, aber trotzdem nice. Schade. Sehr, sehr schade. Ich bleib dabei. Das kann man eigentlich nur schaffen, wenn er einmal da bleibt. Der muss einmal da bleiben, einmal mich angreifen. Das macht er aber nicht. Alter, ich hatte gerade so einen krassen Run mit Gumbario. Aber das war's, glaube ich. Mario kann ich das nicht so gut. Nee. Ich habe da aber eine andere Taktik.
Die will ich jetzt versuchen. Ich muss einfach nur einen guten Run mit Gemara dafür bekommen. Oh mein Gott, finally. Nach knapp, also 10 auf jeden Fall, gefühlt 20 von diesen Viechern. Ich habe jetzt nur einmal mit Mara angegriffen, mit Gumbara nichts gemacht, weil ich will meine Zeit nicht verschwenden. Ich glaube, da würde ich mich eher angreifen, wenn er noch so viel Leben hat. Und er hat jetzt sehr viel Leben. Und er hat mich auch angegriffen. Und mit 16 KP. Sollte das möglich sein? Nein! Okay, okay, warte, warte. Ich wollte jetzt eigentlich den Sternsturm einsetzen, aber okay. Okay, warte. Der Powerhüpfer, da muss es klappen. Nein, das traf ich nicht. Nein, bitte. Nein! Das ist ein gutes Zeichen, wenn ich diesen Zauber bekomme. Es greift mich an. Und diesmal habe ich mit Gumbara angegriffen, ich habe dem nichts zu tun. Das heißt, die zwei Leben, es hat ja früher nur ein Leben gefehlt, gefühlt. Aber jedenfalls seht ihr ja jetzt, wie weit ich bin. Verkack's nicht. Mein Rekord, was heißt Rekord? Ja, Gumbara kriegt man immer nur viermal hin. Ich glaube, man kann ihn auch nicht mehr als viermal machen. Ich schaff's zumindest nicht. Warte mal, nein, das hat nicht gereicht. Das reicht nicht. Was? Bin ich zu schwach oder so? Ist das nicht dein Ernst, oder? Das reicht immer noch nicht? Ich bin zu schwach dafür. Ach komm, ich geb's auf. Oder? Ich habe mir sagen lassen, dass man das Schäfchen-Item auf die einsetzen kann. Das soll funktionieren. Ich probiere es jetzt mal aus. Wenn das wirklich funktioniert, wäre das geil. Ich schätze, es ist eine kleine Prozentchance. Aha, es ist also eine kleine Chance. Aber es hat beim zweiten Mal direkt funktioniert. Gut so. Zwei Runden lang wird das so bleiben. Sehr gut. Ihr habt gesehen, ich habe mich noch kurz im Towtown aufgeheilt. Nicht das mit dem G. Oh, ich habe jetzt fünfmal mit einem Gumbara getroffen. Oh, das geht? Krass. Habe nicht erwartet, dass das geht. Und wir haben es endlich. Holt euch ein Schäfchen oder eine Stoppuhr oder später im Spiel gibt es noch was anderes, was man nutzen kann. Aber jetzt will ich noch nicht spoilern. Und dann habt das. Junge, Junge, Junge. Hätte ich das... Alter. Ich dachte gerade, das ist viel zu fort. Hätte ich das vorher gewusst, ne? Hätte ich mir so viel Arbeit und vor allem Zeit erspart. Bitte war es das wert. Oh, 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 oh mein Gott. 43. Okay, ich habe ein Level up erwartet, aber gut. Nehme ich mit. Und ganz viel Geld. Yeah. Das, kann man die eigentlich farmen? Nee, okay, kann man nicht. Der bleibt ja jetzt tot. Der hat ja jetzt besiegt. Ja, jetzt aber willkommen zurück zu Paper Mario. Da wir jetzt alles Nötige haben, was wir brauchen, fehlt uns eigentlich nur noch eines. Und zwar die Sonne. Denn die scheint ja hier immer noch nicht. Und sobald wir die Sonne haben, können wir hier eigentlich die Bohnenranke endlich einpflanzen und losgehen, aber... Ich glaube, so kann ich sie noch nicht einpflanzen, ne? Nö. Hast du vielleicht einen Hinweis für uns? Da die Sonne nicht mehr scheint, verlieren wir alle langsam unsere Kraft. Wenn die Wolken nicht bald verschwinden, werden wir alle verwelken. Wenn ich mich nur bewegen könnte, ich würde zum Heliosturm gehen und die Sonne aufheitern. Zum Heliosturm? Erstmal speichern, Alter. Das hat viel zu lange gedauert, Junge. Zum Heliosturm, sagst du? Ich habe keine Ahnung, wo der ist. Weil das nur noch drei Wege gibt. Muss ich mir mal ein bisschen umschauen. Hast du noch was Neues für mich? Warum rutscht mal so? Blubbeere. Ja, hier. Bitteschön. Ah, das ist ja großartig. Okay, jetzt pass mal auf, ja? Mhm. Was gibt's? Hau raus. Wow, wow, Alter! Da war Thaddeus mal drin. Da, ist das nicht toll? Wir können da rein. Hoffentlich platzt sie nicht. Doch, sie platzt.
genau auf den Gegner drauf. Was bist du denn für einer? Grüner Magikooper. Ja, ja, genau. Das ist ein Magier des Cooper-Clans. Ich muss zugeben, dass mir diese grüne Ruppe sehr gut gefällt. Wirklich cool. Stimmt. 11 KP, 3 Angriff, keine Verteidigung. Er kann mit Magie die Verteidigung seiner Kumpane erhöhen. Er sieht irgendwie böse aus. Du sagst, er sieht böse aus? Okay. Ah, ich habe meine, Orden nicht gewechselt. Habe ich jetzt vergessen. Na gut. Mache ich also gleich nach dem Kampf. Erzähl mal das Herzlein, ne? Kollege, ich will ja nicht zu nahe treten, aber ich trete jetzt zu nahe. Guck mal, das bringt dir nichts. Der Typ ist dead. Der kann nix. Das ist eine kleine Biene, der kann nur richtig, richtig viel Damage machen, aber sonst kann er nix. Hast du verstanden? Fliegt er jetzt weg, weil er keinen Gegner mehr hat, oder? Was? Ja. Ja, er fliegt. Oh, Mann. Ich weiß nicht, ob der richtig viel XP gibt. Wenn ja, dann lohnt es sich vielleicht eher, erstmal gegen den Magikooper zu kämpfen. Ich dachte mir, es wäre vielleicht besser, es so rumzumachen, wie ich es gemacht habe, aber das ist mir gar nicht mehr so sicher. Ist aber auch nicht so wichtig und nicht so schlimm. Wir möchten uns hier noch mal ein bisschen umschauen. Hi. Und diesen Sternsplitter mitnehmen. Okay, das ist also der Rückweg, schätze ich mal. Gehen wir aber erstmal weiter. Ich glaube, neben den grünen Kamel kommt jetzt hier nichts Neues. Magikooper natürlich. Hallo. Hallo. Blödes Gebüsch, Mann. Was denkt das, wer es ist, hä? Ah. Oh nein, nicht nicht Akito. Nein. Was ist denn hier? Liegt was? Ein Sternwind. Oh, 6 Damage Falle. Nett. Und das sieht aus wie ein Orden. Da kommen wir doch bestimmt von oben ran. Hab ich recht? Komm, wo ist das Loch? Wo ist das Loch? Du bist das Loch. Bist nicht das Loch? Warte mal. Einen Moment mal. Du bist das Loch. Ich wusste es. Niemand trifft den großen Mario raus. Mega der Zorn. Mario trifft einen Gegner mit unglaublicher Kraft. Okay. Aber das kostet doch bestimmt so richtig viele Orden, oder? Megadots 3. 6 PP! Kostet zwar 6 PP, aber der Gegner, den er trifft, wird sich noch lange daran erinnern. Ja gut. Falls er nicht danach schon stirbt. Es geht eine Musik ab. Okay. Wir scheinen angekommen zu sein. An einem großen Turm. Auf dem wir angeblich mit der Sonne reden können? Wir können es ja mal ausprobieren. Hier geht es auf jeden Fall nicht lang. Wir müssen unten freisprengen. Ja, okay, Kamera hat sich halt währenddessen gedreht, aber es klappt. Und was zum... Oh, es fällt runter. Ja, wollen wir recht sein. Komm, Bambett, wir kriegen das hier hin. Ich finde das schade, dass die Partner nicht so viele Dialoge haben. Nur halt die neuesten haben ein paar Dialoge und dann immer nur die neuesten. Das ist ein bisschen schade. Also, du bist die Sonne? Hey, hallo. Ich habe nicht damit gerechnet, dass jemand bis hier heraufkommen würde. Ich bin die Sonne. Nein, das ist nicht ganz korrekt. Ich sollte sagen, ich war die Sonne. Die Wolken, die aus Schnaufulas Puff-Puff-Maschine kommen. Diese Wolken versperren mir den Weg in den Himmel. Als Sonne bin ich eine völlige Versagerin. Jetzt müssen alle Blumenpflanzen auf den Blütenfeldern leiden. Ich glaube, es ist nur die Sonne in diesem Bereich, in diesem Gebiet. Ich glaube, es ist nicht die Sonne. Weil sonst würde sie Mario angreifen, wie wir aus Mario Bros. 3 gewissen. Wo sie steht? Sprichst du von der Puffermaschine? Ich glaube, du findest sie östlich von hier. Die Wolken scheinen aus dieser Richtung zu kommen. Östlich? Hast du da wieder Brunnen, ne? Warum möchtest du das wissen? Glaubst du, du könntest die Puffermaschine zerstören? Nein, das ist unmöglich. Überanstreng dich nicht. Du kannst ebenso gut wieder nach Hause gehen. Ich hätte ja komplett die Hoffnung aufgegeben. Kollege, ich werde dir helfen. Jetzt, wo wir die Info haben, hauen wir ab. Rüber nach Osten und reden mal mit dem Typen im Brunnen. Sagen ihm, hey Kollege, kannst du mal später oder woanders weiter smoken? Und dann wird er sagen, ja, kann ich machen. Und das sind alle wieder happy. Hä?
Hey, hey, schon langsam, warte, Mann! Ach, ist so einer schon wieder. Was bist du, Pfeiler? Hey, Mann, ich glaube nicht, dass wir uns schon kennen. Ich meine, du bist Mario, oder? Mein Name ist Lucky Lester. Nein, ich heiße Hugo. Spike. Ja, ich bin Spike, oder wie auch immer. Pass auf, ich persönlich habe zwar kein Problem mit dir, aber ich habe Befehle von Schnaufula. Okay, erstmal, hi, Lucky Lester, Spike, was war das andere Name, Hugo? Was geht ab? Tut mir leid, Mann, aber ich muss dich jetzt vermöbeln. Wie ich schon sagte, tut mir leid. War das jetzt cool? Ha, ja, das ist total cool. Es geht los, Mann. Ja, Mann, du bist so cool. Ist das jetzt der zweite von diesen... Der erinnert mich total an dieses eine Ivy, was später Flügel bekommt. Ihr wisst, was ich meine. Diesen Dino. Das ist so einfach auch wieder so ein Typ. Spike-Fragezeichen? Ja, so also gibt er sich zumindest aus, ne? Ich glaube aber, da stimmt was nicht bei seinem... Bei seinem Namen. Er sagt ja, sein Name ist Spike. Er scheint ein Lucky Two zu sein, aber er ist mal mit Abstand der eigenartigste, den ich je gesehen habe. 50 KP, 4 Verteidigung, vier Angriff, keine Verteidigung. Er wirft mit Stachy-Eiern. Geht es nur mir so, oder hat er sich selbst Spike, Hugo oder Lucky Lester genannt? Komischer Kerl. Multiple Personalities, oder schätze ich? Ich frage mich, wer wohl wirklich heißt. Ach, der heißt doch Spike. So wie die Kugel da. Aua, auf die Nase. Du hast es nicht anders gewollt, Kollege. Ich habe leider nichts Besonderes hier. Nichts Interessantes zumindest. Greifen wir nochmal an. Boing. Yeah. So. Und ich wechsle aus mit Lady Boo. Mit dir kann ich besser kämpfen als mit Gumbario. Obwohl ich jetzt gerade sehr viel geübt habe, muss ich zugeben. Aber na gut. Ohne breites Gelaber machen wir ihn easy platt. Er ist einfach nur so ein Typ. Hey, ich habe ganz viele Leben, aber eigentlich kann ich nichts. Und ich Idiot, warum mache ich nicht diesen Fächerschlag? Mach ich nächste Runde. Er struggelt. Mehr hast nicht drauf? Du kannst nur deine Spikes werfen? Oh Mann. Du bist ziemlich peinlich, Kollege. Ich hoffe, das weißt du. So, und jetzt kriegst du erstmal die Fächer-Lady ab. Ich hoffe nämlich, du magst sie. Team Damage, das sieht man gerne. Ich Idiot. Warum benutze ich nicht die Fächer-Lady gegen den goldenen... Ach, ist das auch egal. Ich bin so ein Vollidiot. Dass mir das auch erst jetzt einfällt, ne? Oh, Mann. So, verzieh dich. Zieh Leine, Mann. Und danke für die XP. Ich glaube, als nächstes mache ich entweder BP oder OP. Mann, du bist ja knallhart. Ich gebe auf, Mann. Selbst die Wolke. Was? Mach schon. Gib mir den Rest. Ich habe keine Angst. Mach mit mir, was immer du willst. Mit diesen Kerlen, die du immer besiegst. Feuerblume ins Auge. Powerblock in den... Warte! Warte! Ist es die Mutter? Oder die Schwester? Ach nein, Lucky Lulu. Nein, bitte, sei bitte gnädig mit meinem Arm, süßen Lucky Lester. Nenn mich nicht Lucky Lester. Ich bin Spike, ja. Ich hab doch gesagt, dass ich schon letzten Monat meinen Namen geändert habe, ja. Das ist keine Phase, Mom. Puh, ich meine, Mann, warum musst du mich immer so bloßstellen? Obwohl, aus irgendeinem Grund mag ich dich deswegen umso mehr. Ich meine, was? Nein, habe ich das eben gerade laut gesagt? Vergiss, was ich gesagt habe. Aber egal. Ich habe einen Kampf Mann gegen Mann verloren. Daher muss ich mich nun der Sache stellen. Mario, bitte verzeih ihm. Mein Lucky Lester hat nur getan, was ihm Schnaufeler befohlen hat. Ich werde ihm niemals verzeihen. Er ist so süß, bitte nimm mir mich, meine kleinen Wonderpoppen. Oh, okay, ich verzeih ihm. Wirklich? Ganz ehrlich? Du verzeihst ihm? Oh, vielen Dank! Ja, du hast mich gezwungen! Hör auf, mich Lucky Lester zu nennen! Das ist so ein blöder Name! Ich heiße Spike! Spike! Hörst du mir überhaupt zu?
Langsam bekomme ich den Eindruck, dass der ganze Deal ziemlich blöd ist. Ich habe für Schnauffler gearbeitet, weil ich Teil von etwas Großem sein wollte. Aber alles, was ich zu tun habe, ist, sinnlose Kämpfe auszutragen. Du wirst Teil eines Großem sein? Ist die Wolke dir nicht groß genug? Das ist nicht gerade das, was ich mir vom Leben erwarte. Was ich wollte war... Hey, Mann, ich habe eine Frage. Warum in aller Welt kämpfst du eigentlich? Für mich selbst? Für den Weltfrieden? Ohne Grund. Oder wir fragen ihn, wieso willst du Spike heißen? Warum? Weil Spike Zucker eine Million mal cooler klingt. Lucky Lester ist der blödeste Name aller Zeiten. Das passt einfach nicht zu einem gefährlichen Rebellen wie mir. Aber der Name ist eigentlich nicht wichtig, Mann. Was zählt es? Dass ich mich entschieden habe, mit dir zu gehen. Mit dir zusammenzureisen. Muss so super cool sein. Oh nein, Lucky Lester, du kannst mich nicht verlassen. Bitte nimm mich mit. Ach, Lucky Lulu, bleib locker, Mann. Du musst doch das doch verstehen können. Ich mach das doch alles nur für dich. Ich gehe. Ich muss meinen Mann stehen. Warte auf mich. Wenn ich zurückkomme, bin ich noch ein viel männlicher Lucky zu. Oh, okay. Ich werde auf dich warten, Lucky Lester. Aber wenn du nicht in einem Stück zu mir zurückkommst, wird dir das sehr leid tun, junger Mann. Ich schwöre es dir, wenn ich mir Sorgen machen muss, nehme ich einen Stachy und... Okay, genug davon. Nicht in der Öffentlichkeit, bitte. Dann sollte ich wohl dafür sorgen, dass ich härter als du bin, wenn ich zurückkomme. Schenk mir dein Lächeln zum Abschied. Du bist um so vieles süßer, wenn ich deine Beißerchen blitzen sehe. Okay, das ist hundertprozentig die Freundin, nicht die Mutter, wie ich dachte. Bis dann. Okay. Ich schätze, Lucky Lester oder Spike oder wie auch immer gehört nun zum Team. Wenn wir nach unten drücken, können wir auf Lucky Lester stacheln. Wir können auf Lucky Lester stacheln und Lava überqueren. Oh, das haben wir so lange gebraucht. Ich wusste gar nicht, dass es geht. Im Kampf kann er einen Gegner mit Stachiflip oder alle Gegner mit Stachiwurf nach guter alter Lakitu-Manier ordentlich perforieren. Cool. Das klingt schon mal richtig nice. Und er ist schnell. Ah, mein Lucky Lester, komm bald wieder. Ich werde mit einem Lächeln auf dich warten. Ah, auf! Nimm mich Spike! Oh Mann. Von seiner Persönlichkeit her ist ein bisschen nervig. Aber jung ist er schnell. Brauche ich dann überhaupt den Orden noch? Ich weiß es nicht. Aber hey! Jetzt weiß ich auf jeden Fall, wie wir weiterkommen. Und jetzt macht das auch Sinn, dass wir... Oh nein, verdammt. Aua. Jetzt macht das auch Sinn, dass wir mit der Blase rübergekommen sind und eigentlich gar nicht zurückkommen würden, wollen, tun, keine Ahnung. Jedenfalls. Yeah. Jedenfalls einfach yeah. Komm. Oh, ich will hier alles erkunden jetzt. Oh, ist das cool. Okay, wir sehen uns drüben wieder. Ich wurde auf dem Weg von diesen Bienen aufgehalten, aber hey, eigentlich ist es ein guter Zeitpunkt, mal auszutesten, was er so kann. Er kann den Stachiflip und er kann Stachi-Ei auf alle. Aber was ist das denn hier? Ist das so wie bei Yoshi's Island? Bewege mit dem Ding und ziele. Was? So? Ah, cool. Also nein, es ist überhaupt nicht wie bei Yoshi's Island, aber es ist ähnlich. Es ist ähnlich. Man kann es aber frei bewegen. Bei Yoshi's Island ist das nicht so. Ja, ist mal was Neues, Kreatives, Nettes. Warum nicht? Nur ich finde, die hätten einem weniger Zeit geben sollen dafür. Und ich bin nicht falsch lang gegangen. Okay, gut. Gott sei Dank. So. Schnupper, Schnupper. Da ist der Kollege. Hey! Willst du die Blutbeere haben? Hier. Wirf da seinen Müll rein. Oh. Das war falsch. Okay. Ich dachte eigentlich, wir müssten hier lang. Bin ich hier falsch? Scheinbar. Okay, sehr seltsam. Aber vom ersten Eindruck her würde ich sagen, ist Lucky Lester ganz cool. So, als Partner. Habe ich da jetzt nicht erwartet, dass ich hier noch einen bekommen würde, aber hey. Jetzt haben wir, wie viele haben wir jetzt? 8, oder? Ich kann mir nicht vorstellen, dass es in den nächsten beiden Chapters dann auch nochmal einen Partner gibt. Dann haben wir jetzt so alle, oder? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Boah. Doch, vermutlich schon. Okay, ich gucke mich mal nach oben rechts um, ob ich da was verpasst habe. Weil irgendwo fehlt mir ja noch was. Oder warte, der Baum vielleicht? Ne, es waren nur die Rubinbeeren. Ne, die waren es nicht.
Nehmen Sie mal mit. Aber die waren es nicht. Ach ja, hier kamen wir ja nicht weiter. Aber jetzt kommen wir einfach den Stacheln vorbei. Mich juckt das Rätsel nicht. Aber warte, ich muss das Rätsel machen. Ich muss das Rätsel so oder so machen. Okay, ich schätze mal, alles nach oben zu machen, kann ja erstmal nicht schaden. Oder? Schauen wir erstmal, ob ich hier irgendwie... Oh. Ich bin ziemlich dumm. Egal. Jedenfalls als erstes den roten aktivieren. Dann können wir das hier aktivieren. Moment. Jetzt habe ich's. Toll. Gut. Das andere bleibt ja nicht übrig. Also machen wir den hier. Moment. Jetzt. Genau. Jetzt aktivieren wir den grünen, damit wir da wieder lang können. So, ich hoffe, ich habe das jetzt richtig. Das müsste eigentlich jetzt richtig sein. Das ist ja der grüne. Und dann der lila, ne? Und dann sind wir drüben. Bestimmt kann man auch noch nach links drüben, aber ich weiß jetzt halt nicht wie und... Ja, keine Ahnung. Ist mir jetzt gerade auch nicht wichtig genug. Und da oben ist wieder so ein Level-Up-Ding und das würde ich sehr gerne für Lucky Lester benutzen. Also, hoch da! Bring! Haben die extra nochmal eins gemacht. Sehr nett Spiel. Sehr, sehr nett. Aber sonst ist er unusable, der macht zu wenig Damage. So, jetzt macht er richtig Schaden. Und er hat eine neue Attacke erlernt. Die muss man eben anschauen können bei Team. Genau, hier. Dieser möchte gern Held, benimmt sich knallhart, um seine Freundin zu beeindrucken. Oh, seine Attacke ist Wolke Nummer 9. Nicht Wolke 7, Wolke 9. Erzeugt eine Wolke, um Mario zu verstecken. Während dieser Zeit ist Mario unverwundbar. Also ist exakt das gleiche, was Lady Boo kann. Mit unsichtbar. Aber diesmal kostet es 4 WP? Weiß ich jetzt nicht. Um echt zu sein. Aber na gut. Gucken wir uns hier mal einfach um. Hilfe! Die Lakitos! Außer Rand und Band! Oh Gott, was ging hier ab? Oh Gott, was... Hey! Habt ihr sie noch alle? Hallo? Flauschi, Flauschi, große Puffpuff, verschiedene Spucke, Wolke aus. Von meine grünen und braun, lass sie alle dahin wecken. Geh weg, störe mich nicht. Siehst du denn nicht, dass ich gerade alle Wände voll zu tun habe? Meister Schnaufen hat einen teuflischen Plan ersonnen. Ich liebe Wolken, ich liebe sie, deswegen finde ich es einfach cool, die ganze Welt damit einzeln. Und du, magst du auch Wolken? Du bist dieser Gangster Mario. Leute, das ist Mario. Wir müssen ihn schnappen, bevor er die Puffermaschine beschädigt. Ich wollte mal mit anderen Typen reden. Nein, nicht. Ihr kriegt sie alle aufs Maul. Aber erst nächste Runde. Da hinten ist noch ein Magikoopa, den ich nicht kenne. Jede einzelne Farbe einmal durchgehen. Der gelbe Koopa. Er ist ein Magier des Koopa-Clans. Gelb ist gerade sehr in. Wusstest du das nicht? Wo kam das Spiel raus? Frühe 2000er? Da war's in? Okay. FKP, 3 Angriff, keine Verteidigung. Er kann seine Kumpel mit Magie elektrisch aufladen. In diesem Zustand solltest du nicht direkt angreifen oder du erlebst eine überaus starke Schockierung. Alright. Plopp. Aua, nur auf die Nase. Ich schon wieder, bitte. Aua. Nein. Alright, der erste ist aufgeladen. Nicht so toll. Aber wozu haben wir denn so einen guten alten Freund Lucky Lester, wenn er nicht den Stachiwurf hätte? Okay, wieder nach links spam. Das kann ich jetzt mittlerweile ganz gut. Ja, 3 Damage auf alle. Ich meine, ist besser als Cooper, weil. Naja, Cooper kann nur auf dem Boden alle angreifen. Ich glaube, dafür macht er aber 4 Damage auf alle. Okay, keine Ahnung. Ist ja auch nicht so wichtig. Wichtig ist nur, dass wir konstant hier Schaden machen und vor allem nicht sterben und dabei draufgehen und alles mögliche. Ja. Das ist ein bisschen doof hier. Hihi. Ha. Ist ein bisschen doof.
Ein bisschen doof. Also ich muss mich auf jeden Fall nochmal angreifen lassen von denen. Ich mache am besten nochmal das Item. Ja, Lucky Lester kann jetzt nur noch einen angreifen. Weil ich keine BP mehr habe. Stimmt, BP sollte ich vielleicht nochmal erhöhen. Bei meinem Level-Up nach dem Kampf. Ich glaube, das wäre hier das Beste. Ja, werd ihn halt los. Was soll's. Nice. Okay, komm. Wir machen mich niemals down. Niemals! Ich schaff das! Ich schaff das! Gib mir mal die Erfrischung. Damit Lucky Lester die drei auch nochmal eben schnell besiegen kann. Und Freunde, in der nächsten Folge werden wir dann die Bohnenranke ja, zum Leben erwecken. Und herausfinden, wer denn hier Schnaufuller eigentlich ist. Ich hoffe, ihr seid da genauso gehypt drauf, wie ich es bin. Und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Wie die schauen, wenn die sterben. So. Und damit die BP gerade ausgegangen sind, holen wir uns ein paar mehr. Ah, Rüstung, Jungs, er hat uns gezeigt, aber wie? Sieh dir diese Feiglinge an, Mann. Also gut, Mario, wir sollen uns jetzt an diese Puffmaschine kümmern. Nee, du.